Werte Zuschauer, was ist nun das Markenzeichen der Z21? Schauen wir uns dazu mal die obere Abbildung an. Abbildung 12 können Sie wieder bei MSL TV sich runterladen. Markenzeichen der Z21 hier in der Mitte dargestellt ist die Anbindemöglichkeit von Tablet-PCs und Smartphones, egal ob Android oder iOS basiert. Folgerichtig brauchen wir hier dazu, wenn wir mit Tablet-PCs und Smartphones an die Modellbahn wollen, hier einen WLAN-Router installieren. Das ist optional, muss nicht so sein. Nur dann, wenn man in Richtung Tablet-PC und oder Smartphone gehen möchte. Hier links sehen wir die eigentliche Zweckbestimmung des Digitalsystems der Z21, nämlich die Modellbahnanlage. Rechts von der Z21 sehen wir, dass wir die alten Modellbahnregler wie LogMaus 2, LogMaus 3, Multimaus hier dran anstecken können und somit die Bedienmöglichkeit haben, entweder nur mit Multimaus, LogMaus oder nur mit Tablet-PC und oder Smartphone oder alles dreies zusammen. Wir können also hier bei den Tablet-PCs und Smartphones in Summe 10 Geräte anschließen. Bei der Multimaus oder LogMaus 2 können es bis zu 30 sein, über entsprechende Verteiler. Hier unten finden wir noch einen Computer. Wozu ist der da? Was soll das? Denn die Frage ist ja berechtigt. Hier oben haben wir auch schon in dem Tablet-PC oder Smartphone 2 Computer drinnen. Und zwar dieser meist Windows-basierte Computer mit einem großen Bildschirm, großen Monitor, übernimmt die Funktion des Fahrdienstleiters. Denn in der Modellbahn übernehmen wir ja im Prinzip Lösungen, technische Lösungen und Termini wie beim Original. Aus Sicherheitsgründen gibt es eine Gewaltenteilung beim Original, nämlich die Teilung zwischen Lokführer und Fahrdienstleiter. Bedeutet, übertragen jetzt auf diese Prinzipskizze, dass hier oben ist der Lokführer. Und hier der Computer mit einer entsprechenden Steuerungssoftware, das ist der Fahrdienstleiter. Also auch hier die Gewaltenteilung. Da die meisten Programme Windows-basiert sind, lohnt es sich hier einen Windows-basierten Computer zu benutzen. Und natürlich, man muss darauf achten, dass man einen hinreichend großen Bildschirm verwendet. Die kleinen Monitorgrößen wie hier beim Tablet-PC sind zur Darstellung eines Stellwerkes viel zu klein. Also ein Monitor, je größer, umso besser. So viel zur Prinzipsdarstellung der Z21. Wir ersehen hieraus auch schon den modularen Aufbau. Man kann überall von allen Seiten andocken. Nun zu den Digitalsystemen selbst Z21. Wir sehen jetzt hier eine schwarze Z21 mit einem großen Z geschrieben und hier die weiße Z21 mit einem kleinen Z geschrieben. Hier der WLAN-Router, der gilt für beide, wenn ich mit einem Tablet-PC oder Smartphone arbeiten will. Der WLAN-Router wäre der da oben. So. Was nun hat es zu bedeuten mit der weißen und der schwarzen Z21? Die schwarze Z21 ist für jene Modellbahner gedacht, die schon Fremdgeräte haben, zum Beispiel von Uhlenbrock eine Intellibox oder von Fleischmann Alt das Twin Center. Die wollen ja, wenn sie mit einem Smartphone oder Tablet-PC arbeiten wollen, nun nicht die Z21 kaufen und damit ihre Intellibox, ein gutes Gerät, nun wegschmeißen. Müssen Sie nicht. Hier hinten haben wir einen Loconet-Eingang und somit kann man hier die Komponenten, die Intellibox oder das Twin Center, weiter benutzen. Oder auch Booster von Uhlenbrock. Des Weiteren haben wir hier einen Eingang CAN-Bus. Dort tummeln sich die Firmen Cimo, ESU und Märklin. Wir haben weiter einen Sniffer-Eingang. Das ist jener Eingang, den man benötigt, wenn man ältere Digitalsysteme hat, die nicht so richtig in die Struktur hineinpassen.
Sniffereingang, also eine Notlösung, muss man dazu sagen. Hauptsache, man kann die alten Geräte nutzen. Des Weiteren hier ein Programmierausgang, Gleisausgang und hier der Anschluss für das elektronische Netzteil. Die weiße Z21 ist für einen anderen Kundenkreis gedacht. Warum? Schauen Sie, wer jetzt zum Beispiel keine Fremdgeräte hat, von ESU, von Uhlenbrock, warum sollte derjenige für etwas Geld ausgeben bei der schwarzen Z21, der überhaupt nicht braucht? Es liegt also auf der Hand, eine abgespeckte auf den Markt zu bringen, nämlich die weiße, klein geschriebene Z21. Diese ist nämlich für jene gedacht, die nur von Rocco bzw. Fleischmann Neu Multimäuse oder Lokmäuse haben, also Rocco-spezifische Geräte. Folgerichtig fehlt auch hier der CAN-Bus-Eingang, der Loconet-Ausgang und des Weiteren hat die kleine Z21, also die weiße, auch keinen Programmierausgang. Das muss man sich denn selbst herstellen, wie werden wir gleich zeigen. Das wäre also der Unterschied weiß und schwarz. Nochmal zusammengefasst, hier für den Profi, der Fremdgeräte hat, zum Beispiel Uhlenbrock, hier die weiße für jene, die nur Rocco Eingabegeräte haben, Lokmaus und Multimaus. Hier ist dann nochmal auch die Multimaus gezeigt. Die kann ich natürlich hier wie dort verwenden. Diese unteren Komponenten werden wir in der nächsten Sendung behandeln, heute nicht. Dieses Digitalsystem Z21 hat folgende Eigenschaften. Sowohl die schwarze wie die weiße. Und zwar, wohl schon bemerkt, Anbindemöglichkeit von Smartphone und Tablet-PC. Beide Systeme sind auslesefähig. Wir können also nicht nur programmieren, sondern wir können auch auslesen, die CVs. Weiterhin arbeiten beide im Motorola und im DCC-Format. Beide Systeme sind Railcom-fähig, bedeutet, der Decoder meldet an die Zentrale zurück, welche Adresse hat er. Somit könnten wir in Verbindung mit dem Fahrdienstleiter rückgemeldet bekommen, wo ist welche Lok mit welcher Adresse. Wir können auch, wie Sie hier sehen, durch den modularen Aufbau einfach beginnen mit der Multimaus und der weißen Z21 und können dann in beliebige Richtung aufstocken bis hin zum Profiniveau. Der WLAN-Router gehört bei der schwarzen Z21 zum Lieferumfang dazu. Warum? Nicht jeder der Modellbahner ist ja in den WLAN-Netzwerken zu Hause. Nicht jeder ist willens und oder in der Lage, über eine IP-Adresse eine neue Hardware-Komponente ins WLAN-Netz einbinden zu können. Also gehört der zum Lieferumfang, ist vorkonfiguriert. Das heißt also, über eine IP-Adresse sind bereits beide verbunden. Spart man sich also hier die Arbeit. Bei der weißen Z21 gehen wir einen anderen Weg. Den sehen wir nämlich hier in der unteren Abbildung. Jetzt zeigen wir hier die Startpackungsbestückung. Nämlich all unsere zukünftigen, in diesem Jahr noch erscheinenden Startpackungen enthalten die weiße Z21 mit einem Netzteil und der Multimaus dazu. Das heißt also, ich kann sofort loslegen, stecke hier meine, hier da oben, die Multimaus ein und kann losfahren. Netzteil dabei, eine Zugausrüstung dabei. Je nach Ausstattungsgrad haben wir natürlich verschiedene Preise. Das bedeutet, wir sind somit bereits im Startpackungsniveau auslesefähig, des Weiteren Railcom und DCC fähig. Hier darin ist auch, übrigens in der schwarzen wie in der weißen Z21, ein Interface darinnen zur Anbindemöglichkeit eines Computers, nämlich wieder zur Realisierung des hier oben dargestellten Fahrdienstleiters. Das heißt also, wir haben bereits in der Startpackung ein gehobenes, perspektivisch ausbaubares System.
Was können wir nun noch alles anschließen an die weiße Z21, nämlich hier vorne im sogenannten X-Bus? Dazu schauen wir uns mal das Bild an, Abbildung 16. Können Sie sich auch runterladen aus MSL TV. In den X-Bus-Eingang hier oben können wir, wie wir hier sehen, anschließen die Multimaus, die LogMaus 3, die LogMaus 2, das Root Control. Das hier sind also alles alte Geräte, die teilweise schon älter als 10 Jahre sind. Können wir weiter verwenden. Des Weiteren können wir X-Bus natürlich auch Lenzregler dort verwenden, wer die hat. Hier zum Beispiel am bekanntesten der Lenz LH100. Können Sie anschließen oder der LH30 mit Drehregler. Können Sie alles weiter verwenden. Nun zum modularen Aufbau. Wer jetzt aus dem Startpackungsniveau Z21 Weiß mit Multimaus und Netzteil gerne aufsteigen möchte, zum Beispiel um Tablet-PCs oder Smartphones an die Anlage anbinden zu können, der kauft sich ein sogenanntes WLAN-Package, Z21 WLAN-Package. Das enthält den WLAN-Router und einen Freischaltcode für den LAN-Ausgang. Dann nämlich kann ich sofort mit Tablet-PCs und Smartphones daran. Natürlich kann man weiter benutzen die Multimäuse von Rocco und Fleischmann. Und Sie haben auch die Möglichkeit, wer jetzt von Ihnen beispielsweise im Umgang mit Tablet-PCs oder Smartphones eine Hemmschwelle hat, der kann sich ab September dieses Jahres eine sogenannte WLAN-Maus kaufen. Die ist schwarz, wird 99 Euro kosten und hat somit seinen altbekannten Drehknopf wieder in der Hand und kann somit per WLAN, also drahtlos, die Modellbahn steuern. Kann jeder machen, wie er will. Da ist ja auch ein Interface drin. Ich kann jetzt auch über den WLAN-Router einen Computer anschließen, wiederum zur Darstellung der Fahrdienstleiterfunktion. Stellen Sie sich vor, Sie hätten sich eine Startpackung mit einer Z21 gekauft oder hätten sonst irgendwo und wie die Z21 mit Multimaus erworben. Dann habe ich mal hier aufgezeichnet, wie dieselbe anzuschließen ist. Das heißt also, hier haben wir das Netzteil, der Netzeingang, hier Hauptgleisausgang. Wir gehen von hier mit einem Zweipolienkabel auf die Schienen. Multimaus stecken wir hier vorne in den X-Bus-Eingang ein. Welche Eigenschaften hat die Multimaus in Verbindung mit der Z21? Wir können mit der Multimaus 9999 Logadressen bearbeiten, 1024 Weichenadressen, ich denke, das wird reichen für den Otto-Normalverbraucher. Wir können, ganz wichtig, die Firmware in der Multimaus updaten, spart Ihnen Geld. Wir haben hier drin ein fünfstelliges alphanumerisches Display, das heißt, Sie können in fünf Stellen Buchstaben und oder Zahlen vergeben. Über die Buchstaben im Display können Sie den Loks klaren Namen geben, zum Beispiel BR24, und müssen sich jetzt nicht die Adresse der Lok merken, sondern können über klaren Namen die Loks ansprechen. Wie das zu bewerkstelligen ist, werden wir in Kürze sehen. Was viele nicht wissen: Die Multimaus war mit dem alten Verstärker 10764 nicht auslesefähig. Das lag aber nicht an der Multimaus, sondern an dem Verstärker 10764. Das war dieser kleine schwarze Kasten. Die Multimaus konnte seit jeher auslesen, sobald man diese in Verbindung brachte mit einem auslesefähigen Verstärker. Nun, die Z21, die weiße und die schwarze, enthalten einen auslesefähigen Verstärker, also wird das ganze System nun auslesefähig. Bedeutet, Sie können nicht nur programmieren in den CVs von 1 bis 1024, sondern Sie können auch alle CVs auslesen. Eine wesentliche Gebrauchswertsteigerung,
der Multimaus in Verbindung mit der weißen Z21. Wir werden uns nun eingehender mit der Multimaus beschäftigen. Ich habe mal hier aufgezeichnet die Menüstruktur. Die können sich auch wieder über MSLTV runterladen, wird Ihnen im Prinzip viele Handgriffe erleichtern und leichter verständlich machen. So viel zur Theorie. Jetzt schauen wir uns die Multimaus an und wir werden einige dieser Ebenen der Menüstruktur mal durchgehen. Schauen wir uns mal die Multimaus an. Oben das Display und ich sagte Ihnen, es enthält 5 Stellen und diese 5 Stellen können wir mit Buchstaben und Zahlen vergeben. Sie sehen jetzt hier auch schon links im Bild ein L steht für Log-Adresse und 4 Zahlen. Das heißt also, hier könnten wir die Log über die Adresse des Decoders ansprechen. Zum Beispiel nehmen wir mal die Adresse 4. Ich gehe dann hier auf den Cursor und kann hier aufwärts die Adressen wählen und kann hier die Adressen abwärts wählen. Die Adressänderung mit diesen Cursor-Tasten links-rechts werde ich genau dann verwenden, wenn die Adressverschiebung sehr klein ist, wenn man zum Beispiel von 3 auf 5 will. Sollte man dagegen eine größere Adressänderung vollziehen, zum Beispiel von 3 auf 526, dann wäre natürlich der Weg über die Cursor-Tasten zwar möglich, aber sehr aufwendig. Was machen wir dann? Wie verfahren wir? Ich drücke hier unten die Shift-Taste, halte die gedrückt, nehme dazu die OK-Taste, lasse los. Jetzt sehen wir hier wieder links im Blickfeld das L und hier blinkt die 5. Jetzt geben wir über die Tastatur 526 ein. 5, 2, 6. 526 steht, ich drücke OK und habe jetzt die Adresse 526 eingegeben. So kann ich also über die Logmaus den Decoder bezüglich seiner Adresse ansprechen. Ich habe aber auch, das sagte ich Ihnen vorhin schon, die Möglichkeit, Klarnamen zu vergeben. Wie machen wir das? Zum Beispiel nehmen wir mal an, dass hier auf dem Gleis hier unten, vielleicht können wir das mal im Bild zeigen, steht ein Taurus. Nehmen wir mal an, den wollen wir jetzt hier neu eingeben. Im Klartext. Dann gehe ich auf die Shift-Taste, halte die gedrückt und drücke dazu hier die Umschalttaste. Im Display erscheint neu und genau da wollen wir hin, denn wir wollen eine neue Log eingeben. Jetzt müssen wir das noch bestätigen und zwar hier mit OK. Jetzt blinkt hier der Cursor im Display und jetzt geben wir die Klartextbezeichnung ein. Zum Beispiel, das wäre jetzt hier ein Taurus und zwar der ES64. Nehmen wir also ES64. Wie machen wir das nun? Und zwar, ich muss das mal ein bisschen jetzt aus dem Bild drehen, ich drehe es nachher wieder ein. E steht hier und zwar an zweiter Stelle. Also muss ich zweimal drücken, wie beim Handy. 1, 2. Jetzt steht da E. Der Cursor rutscht automatisch weiter. Ein S, wo steht es? Hier. Da muss ich also dreimal drücken. Ne, viermal. Entschuldigung, viermal. 1, 2, 3, 4. ES. Jetzt kommt die 64. Die Zahlen kommen nach den Buchstaben wie beim Handy. Die 6 ist hier, muss ich also viermal drücken, 1, 2, 3, 4.
Die 4 befindet sich hier, muss ich auch 4 mal drücken. 1, 2, 3, 4. Sie sehen, werte Zuschauer, es steht dort ES64. Wir haben also den Taurus mit der Bezeichnung ES64 eingegeben. Nun, der Decoder in der Lok versteht aber die Klartextbezeichnung ES64 nicht. Das ist eine Bezeichnung, die wir ihm gegeben haben. Davon weiß der Decoder nichts. Der Decoder braucht nach wie vor eine reine Zahlenadresse. Wenn Sie also eine Lok kaufen, zum Beispiel hier diesen Taurus, dann hat der werkseitig die Adresse 3 eingestellt. Jetzt müssen wir hinter die Klartextbezeichnung ES64 die Adresse legen. Wir bestätigen mit OK und werden jetzt gefragt nach der wirklichen Adresse, und zwar die 3. Jetzt steht dort 3. Wir bestätigen wieder. Ja, okay. Nun fragt er uns nach den Fahrstufen. Wir hatten ja schon im vergangenen Beitrag etwas über Fahrstufen gehört. Die Fahrstufen, die wir in der Multimaus haben und im Decoder, die müssen übereinstimmen. Der Decoder hier in dem Taurus ES64 hat 128 Fahrstufen. Also steht das schon mal dort. Sollten es 28 sein, dann kommen Sie über die Cursor-Tasten dort durch. Jetzt sind wir wieder bei 128. Wir bestätigen. Okay. Haben wir alles richtig gemacht? Dann müsste jetzt der Taurus ES64 meinem Fahrbefehl gehorchen. Schauen wir mal. Sie sehen, unser Taurus fährt. Jetzt nehmen wir mal an, der Taurus wäre nicht Ihre erste Lok, sondern Ihre zweite Lok. Meinetwegen schauen wir mal, ob wir hier schon einen Eintrag haben. Ja, hier wäre zum Beispiel ein Eintrag schon drin, BR80. Nehmen wir an, das wäre Ihre erste Lok. Die hat, schauen wir mal, welche Adresse wir dort vergeben haben. Wir drücken Shift und die Umschalttaste. Da haben wir die Adresse 5 vergeben. Folgerichtig können wir nun die BR80 mit der Adresse 5 und den Taurus mit der Adresse 3 getrennt voneinander ansteuern. Jetzt nehmen wir mal aber an, die BR80 hätte auch die Adresse 3 und der Taurus, den wir gekauft haben, hätte jetzt auch die Adresse 3. Folgerichtig würden ja beide Loks bei Aufruf der Adresse 3 oder bei dem Klarnamen ES64 oder BR80 gleichzeitig fahren. Jetzt müssen wir die unterscheidbar machen. Jetzt wollen wir mal annehmen, BR80 soll bei Adresse 3 bleiben und dem hier, dem Taurus, geben wir die Adresse 4. Folgerichtig müssen wir das jetzt hier ändern. Wie machen wir das? Wir gehen in das erste Hauptmenü, erste Ebene, indem wir Shift und Menü drücken. So, da sehen wir hier Lok. Erste Menü Lok. Wir bestätigen Ja und blättern mit dem Cursor so lange, bis Bearbeiten kommt. Dort. Wir sagen Ja, Bearbeiten. Wählen jetzt unseren ES64 aus, indem wir wieder die Cursor-Taste nehmen. Da sind wir. ES64. Sagen jawohl, ES64 wollen wir bearbeiten. Wir drücken OK. Jetzt wird der Klarname nochmal angezeigt. Der soll ja bleiben. Ist ja die gleiche Lok geblieben. OK. Jetzt sehen wir die vorhin eingegebene Adresse 3. Das soll jetzt aber 5 werden.
Entschuldigung, 4. Also geben wir 4 ein. So, 4 steht. Wir bestätigen mit OK. 128 Fahrstufen bleiben, ist ja der gleiche Decoder. Und wir drücken nochmal OK. Jetzt sind wir fertig, wir sind aber immer noch im ersten Hauptmenü-Log. Wie kommen wir rückwärts raus, indem wir Stopp drücken? Einmal, zweimal. Jetzt sind wir wieder im Fahrmodus. Jetzt drehen wir den Regler auf. Fährt die Lok oder fährt sie nicht? Sie fährt natürlich nicht. Und das ist ganz wichtig, dass Sie sich das merken. Wir haben nämlich die Adresse 4 nur in der Multimaus geändert, aber nicht im Taurus. Also müssen wir jetzt noch den Decoder hier auf die Adresse 4 bringen. Wie machen wir das? Haben wir im letzten Beitrag schon gesehen. Wir gehen also in die CV1 zur Adressänderung, indem wir die Menütaste drücken, gedrückt halten und dazu die 1. Das wäre die CV1. Das System liest aus, uns wird angezeigt, die hat, wie wir vorhin schon bemerkten, die Adresse 3. Wir geben 4 ein, dort, sagen OK. Und damit hat nun die Lok die Adresse 4. Jetzt rufen wir die ES64 auf. Dort haben wir jetzt ja die Adresse 4 hinterlegt. Also müsste jetzt auch unser ES64 fahren. Sie sehen, sie fährt. Also das, werte Zuschauer, ist ganz wichtig, dass Sie immer, auch wenn Sie einen Klarnamen vergeben haben, die Adresse in der Multimaus und im Decoder übereinstimmen müssen. Sie dürfen nicht davon ausgehen, wenn Sie jetzt hier 4 schreiben, dass automatisch die Lok, der Decoder darin, die Adresse 4 bekommt. Nein, das müssen Sie selbstständig machen in der Änderung in der CV1. Mit der Multimaus und der Z21 können wir nicht nur im sogenannten CV-Modus programmieren, wie wir das in der vergangenen Sendung gesehen haben, sondern auch im sogenannten POM-Modus. Was sollten wir uns darunter vorstellen? POM steht für den englischen Begriff Programming on Main, heißt Programmieren auf dem Hauptgleis. Dann nämlich brauchen wir kein Programmiergleis. Wir können die Maschinen auf unserem Hauptgleis programmieren, während der Fahrt der Lok und bei Verbleib aller übrigen Loks auf dem Gleis. Ein wesentlicher Vorteil, insbesondere zum Beispiel bei der Höchstgeschwindigkeit. Wollten wir im CV-Modus die Höchstgeschwindigkeit ändern auf einen Wunschwert, dann ist das nicht ganz so einfach. Und zwar warum? Die Werte in der CV5 zwischen 1 bis 255 sind ja keine Geschwindigkeitsangaben, sondern nur Zahlenwerte. Sie kriegen die Lok geliefert in der CV5 mit dem Wert 255, also mit der maximalen Höchstgeschwindigkeit. Wenn Sie jetzt meinetwegen auf 100 km/h runter wollten, dann wüssten Sie ja nicht, ja, welcher Wert zwischen 1 und 255 ist das. Sie wissen nur, er muss kleiner sein als 255, aber nicht wo. Also würden Sie aufs Programmiergleis gehen, in die CV5 und würden vielleicht den Wert 120 eingeben. Sie stellen die Lok wieder aufs Hauptgleis, machen eine Geschwindigkeitsprobe und stellen vielleicht fest, die Lok ist immer noch zu schnell. Also nochmal auf Programmiergleis. Jetzt geben Sie den Wert 80 ein. Wieder aufs Hauptgleis und probieren wieder die Höchstgeschwindigkeit aus und würden jetzt vielleicht feststellen, naja, das war schon zu langsam. Also noch einmal, vielleicht sind Sie beim Wert 100 genau richtig. Das heißt also, Sie würden sich der Wunschgeschwindigkeit dadurch nähern, dass Sie stetig zwischen Programmieren und Probieren hin und her wechseln. Im POM-Modus können Sie das während der Fahrt tun. Das heißt also,
Sie kriegen die Lok, zum Beispiel hier die ES64, geliefert, in der CV5 eingestellt mit dem Wert 255. Wir lassen die jetzt fahren und werden von der maximalen Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit aus, die CV5 in ihrem Wertebereich kleiner machen, also kleiner 255. Und Sie werden sehen, Sie können während der Fahrt sehr komfortabel sich die geeignete Höchstgeschwindigkeit heraussuchen, insbesondere dann, wenn jetzt hier hinter dem Taurus noch ein Geschwindigkeitsmesswagen wäre. Dazu müssen wir erstmal in der Multimaus den POM-Modus aktivieren. Wie kommen wir dahin? Und zwar, wir müssen in die zweite Ebene der Hauptmenüs, wir gehen auf Shift, drücken Shift und halten das gedrückt, dazu Menü. Jetzt wird uns hier angezeigt, kommt immer zuerst das erste Hauptmenü, nämlich Lok. Wir müssen durch die Cursor-Taste in das zweite Hauptmenü programmieren. Jawohl, programmieren. Jetzt blättern wir, bis Modus kommt. Da kommt Modus. Ja, in den Modus hinein. Und jetzt sehen wir hier, dort steht CV. Das ist der CV-Modus. Indem wir jetzt die Cursor-Taste einmal betätigen, sehen Sie, steht jetzt POM. Also jetzt sind wir im POM-Modus. Wir bestätigen und damit wäre es erledigt. Wir gehen jetzt über die Stopptaste raus in den Fahrmodus. So, ES64 ist ausgewählt. Wir drehen den Regler voll auf. Das wäre jetzt hier die Höchstgeschwindigkeit in der CV5 mit dem Wert 255. Jetzt gehe ich während der Fahrt in die CV5, indem ich Menü drücke und 5 und gebe jetzt zum Beispiel mal den Wert 150 ein. Drücke OK. Sie sehen, die Maschine wird langsamer. Machen wir das nochmal. CV5. Geben wir den Wert 100 ein. Okay. Sie wird noch langsamer. Machen wir noch einen Wert, nochmal CV5. Geben wir den Wert 50 ein. Okay. Und jetzt haben wir aus der ES64 einen Rangierlok gemacht. Geschwindigkeitsmäßig zumindest. So einfach können Sie im POM-Modus also die Höchstgeschwindigkeit in der CV5 sehr komfortabel ändern. Sie müssen natürlich nun aufpassen, wenn Sie das einmal gemacht haben, den POM-Modus aktiviert, und wollten jetzt die Adresse ändern. Die Adresse können Sie aber nicht im POM-Modus ändern. Und Sie würden jetzt die CV1 aufrufen, dann käme hier eine Fehlermeldung. Wenn die kommt, ist das das sichere Zeichen, dass Sie wieder in den CV-Modus zurück müssen. Werden wir jetzt tun. Wir halten die Lok an, gehen wieder in die zweite Menüebene, programmieren, indem wir Shift drücken und Menü. Programmieren wird angezeigt. Wir wollen dorthin, jawohl. Blättern hier, bis wieder der Modus kommt, dort. Okay, POM wird noch angezeigt. CV steht jetzt. Okay, damit ist die Multimaus und das Digitalsystem wieder im CV-Modus. Bedeutet, wir gehen wieder raus in den Fahrmodus, fahren wir unsere Lok hier in den sichtbaren Bereich. Natürlich haben wir jetzt hier die CV5 sehr weit unten. So. Jetzt können wir wieder die CV1 aufrufen. Sie sehen, es wird wieder der Wert 4 in der CV1 angezeigt. Das ist der POM-Modus. Sehr komfortabel, aber man darf nie vergessen, wieder in den CV-Modus zu gehen, wenn Sie die CV1 ändern wollten. Nachdem wir nun gesehen haben,
Wie wir einen klaren Namen einzugeben haben, möchte ich nochmal zu den Begrifflichkeiten kommen, damit wir auch immer von ein und demselben sprechen. Wenn hier oben ein Schriftzug erscheint, wie jetzt zum Beispiel zu lesen, ES64, dann nennen wir diese Bezeichnungsweise den Bibliotheksmodus. Wenn wir die Adresse ansprechen wollen des Decoders, tippen wir mal hier auf Shift und auf die Umschalttaste, dann sehen Sie jetzt hier die hinter der ES64 hinterlegte Adresse, nämlich 4. Die Adressansprache des Decoders nennen wir die Logadresse oder auch genannt den Adressmodus. Nun, was tun wir, wenn wir jetzt einen Eintrag im Bibliotheksmodus löschen wollen? Nehmen wir an, wir wollen die BR80 vorhin mit der Adresse 5 rausnehmen wollen. Wie verfahren wir? Wir müssen wieder in das erste Menü, in die erste Menüebene, genannt Log. Wie kommen wir dahin? Wir drücken die Shift-Taste, halten gedrückt und Menü dazu. Jetzt sehen wir hier wieder die erste Menüebene Log. Genau da müssen wir hin, haben wir vorhin schon gesehen, wenn wir eine Adresse, einen Eintrag bearbeiten wollen. Und wir müssen auch dorthin, wenn wir einen Eintrag löschen wollen. Wir sagen OK und blättern jetzt mit der Cursor-Taste, bis hier Löschen kommt. Dort. Löschen. Wir sagen OK. Ja, wir wollen löschen. Und suchen jetzt jenen Eintrag raus, wieder vermittels der Cursor-Tasten, den wir löschen wollen. ES64 soll es nicht sein. Die V215 nicht. BR80, da. Wir sagen, okay, ja, den Eintrag wollen wir löschen. Jetzt werden wir wie beim Computer nochmal zur Sicherheit gefragt, wirklich löschen? Ja, wir meinen das ernst. Löschen. Jetzt ist der Eintrag BR80 aus dem Bibliotheksmodus raus. Beweis, wir gehen wieder zurück in den Fahrmodus, indem wir die Stopptaste drücken. Jetzt sind wir draußen. Gehen in den Bibliotheksmodus, indem wir Shift drücken, gedrückt halten und die Umschalttaste dazu. So. Und jetzt können wir hier blättern. Und wir werden keine BR80 mehr finden. So löschen wir also Einträge. Nun kommen wir mal zu den Funktionstasten. Ich sagte Ihnen ja bereits, dass wir 20 Funktionstasten haben, aber Sie kommen ganz schnell dahinter, dass Sie ja nur Ziffern haben von 1 bis 10. 0 wäre die 10. Gehen wir mal durch. Fangen wir mal mit 1 an. Hier steht die ES64 als Soundmaschine dargestellt. Funktionstaste 1 heißt hier zum Beispiel Start. Wenn wir einen Regler aufmachen, sehen und hören wir, die Lok fährt. Schalten wir die 1 wieder aus. 2 ist ein Signalhorn, nicht zu überhören. So, jetzt nehmen wir mal die 10, das wäre also die Funktionstaste 0. Da hören wir jetzt hier gar nichts. Wie kommen wir denn im Prinzip zur 11? Indem wir, und dann 11, 12 bis 20, indem wir hier unten die Shift-Taste drücken, gedrückt halten, und jetzt könnten wir mit der 1 die 11 erreichen. Kommt auch nichts. Der Schaffner ist auf der 12. Das wären jetzt die Lüfter auf der 13. Also die Funktionstasten von 11 bis 20 erreichen wir immer über die Shift-Taste, indem wir die Shift-Taste drücken, gedrückt halten und
eine der Funktionstasten von 1 bis 0 dazu. Bedeutet auch, die 20 wäre Shift und 0. So viel zu den Funktionstasten. Das war die Multimaus mit ihren Möglichkeiten in Zusammenhang mit der Z21. Ich sagte Ihnen ja, die Z21 ist ein modulares System und nun werden wir von diesen modularen Möglichkeiten Gebrauch machen, nämlich wir werden das Ganze versehen mit einem WLAN-Router und somit das Ganze einsetzbar machen für Tablet-PCs und Smartphones. Und das wird im nächsten Teil, nämlich im sechsten Teil unserer Sendereihe, passieren.